Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Wir befinden uns immer noch auf dem Anführungsstrichen Spielplatz. Gut, da gibt es jetzt nicht viel so zum Spielen. Aber es sieht doch auf jeden Fall ganz gemütlich und knuddelig aus. Ich meine, wenn ich so ein großes Spielgerät hätte, wäre ich, glaube ich, auch damit schon alleine sehr, sehr zufrieden. Mio hat sich mit Amanda Mangold angefreundet. Wir wollten echt zusammen spielen, Pirat spielen. So kommst du da nicht mit? Komm schon. So, ihr bösen Seeungeheuer, ich schieße euch weg mit meiner Seifenblasenkanone. Und was macht Sarah? Sarah hat den Hotdog gefunden. Sarah hat einen Hotdog im Park gefunden und nimmt diesen Hotdog und isst diesen Hotdog, den sie im Park auf dem Boden gefunden hat, auf der Bank vor der Toilette. Oh mein Gott, Sarah. Ist hier vorne los? Hier wird immer noch wie wild gerätselt und Schach gespielt. Was ist denn mit dir los? Gehst du jetzt endlich? Oder er hat schon 5000 Mal gesagt, er geht. Oh, niemand mag mich. Niemand will mit mir reden im Park. Alle ignorieren mich. Geh jetzt weg. Na gut, dann verschwinde einfach mal am Straßenrand. Hier wird jetzt zusammen gespielt. Das ist ja super. Jupp-du-du-du. Könnt ihr weiterhin nebenbei auch über Themen reden? Nee. Müsst einfach so dann zusammen quatschen. Wir sind, glaube ich, jetzt schon Freunde. Ja, sie ist jetzt schon unsere Freundin. Das ist doch super. Oh, da hinten ist Günther. Jo, ich mache einen Parkspaziergang am Park vorbei. Lieber nicht dahin. Dö, tschüss. Na gut. Gut, aber es ist jetzt auch 20 Uhr. Wir sollten vielleicht mal nach Hause gehen oder so. Wäre vielleicht sinnvoll. Quatschen da zusammen. Alter, was hier alles an Leuten ist. Mit den Leuten kann ich alles reisen, ja? Ich will aber nur mit Mio nach Hause reisen. Ist jetzt gut. Hör auf, das Hotdog zu essen, das du im Park gefunden hast. Ja, kennt man ja nicht anders, ne? Ihr geht in den Park, auf den Boden legt ein Hotdog und ihr esst es, indem ihr euch einfach vor die Toiletten setzt. Es ist disgusting. Wir hätten ja Amanda mitnehmen können. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber sie kann ja dann jetzt auch nicht eigenmächtig entscheiden um 20:30 Uhr. Vielleicht ein bisschen spät. Na dann. Gucken wir mal, wie sich das hier zu Hause entwickelt hat. Klicke im Live-Modus auf einen Teller und halte die Maustaste gedrückt, um ihn in den Müll zu ziehen. Das habe ich schon ganz oft gemacht, Spiel. Teekocher-Teemagie. Emotionen ändern mit dem Teekocher-Teemagie. Auch nicht schlecht. Gibt es da nur positive? Ich hätte auch gerne halt mal negative Emotionen. Ich fände das ganz interessant. Übrigens bin ich mir jetzt fast sicher, ich weiß, warum Yuki traurig war. Wenn Sims Hunger haben und nicht in der Nähe was kochen können oder wollen oder tun, dann essen die auch manchmal was im Inventar haben. Und ich glaube, wir haben noch diese Trauerbären. Bin ich mir recht sicher. Weil an einem Tag war sie ja einfach ziemlich sad. Und diese Ladebildschirme machen mich auch sad. Ah, guck mal, da steht ja auch Yuki. Hi, ihr! Oh, was will sie machen? Küssen. Ja, endlich, finally! Los, Yuki, auf! Jetzt. Warum nicht? Warum? Auch so, weil er schläft. Nein! Wieso schläft Leo jetzt schon wieder? Das ist doch entsetzlich. Das ist doch furchtbar. Das ist doch. Dieser Mann ist nie da für sie. Jetzt hat er schon einigermaßen adäquate Arbeitszeiten. Und dann, wie wär's mit Partykleidung? Und dann gehen wir mit dir noch irgendwo hin. Kannst du nicht Freunde einladen? Verabredung ist ja immer was Romantisches, ne? Einladen, hier abzuhängen. Vielleicht können wir ein paar Leute einladen. Die Sarah haben wir kennengelernt. Den Sören Jarvis kennen wir ganz gut. Noch Leute, mit denen wir uns unterhalten können. J-Bo Caprico kommt aus der Arbeit. Tammy haben wir kennengelernt. Oh Gott, mit Marvin sind wir überhaupt nicht mehr befreundet. Vielleicht können wir es auch mal ganz anders machen. Nee, Moment, 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 Moment. Wir gehen jetzt einfach mal. Marvin und Moe und Chloe besuchen. Na, das ist viel zu lange her, dass wir die gesehen haben. Und sie waren ein wichtiger Teil unserer Familie. Lange Zeit.
Viel zu wenig Screentime bekommen. Ja klar, sie haben jetzt ihre eigene Familie, eigenes Leben. Trotzdem. Ah, da hat Ladebildschirme. Ey, super, dann können wir beiden Hallo sagen. Au ja, Tag verschönern und schmeicheln und über alles reden und fangt euch an, wieder anzufreunden und über Nachbarn tratschen und verändern in der Nachbarschaft. Hey, schön, dass du mal wieder da bist. Ich heiße Marv. Ich meine, wir kennen uns ja kaum noch. Ich hatte heute übrigens einen total langweiligen und unentspannten Tag. Medizinischen Rat geben, warum nicht? Oh, hi. Schön, dass du mal wieder hier bist. Ah, oh, schön, mal wieder bei euch zu sein. Das ist ja ewig her. Ah, oh, Mann, dabei ist das hier nicht meine Autofahrt entfernt. Ich brauche ja nur rübergehen. Ja, wir waren wirklich lange nicht mehr zusammen. Aber ich habe auch so viel Arbeit am Computer. Es ist schwierig, ein Kind zu ernähren und wir planen das zweite. Und naja, da ist halt nicht immer alles eitel Sonnenschein. Aber es klappt. Oh, Mann. Wir können ja mal zusammen angeln gehen oder so, damit wir mal was anderes erleben, damit ihr mal Urlaub und Entspannung habt. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe sowieso momentan so ein bisschen Stress. Was? Stress? Das ist nicht gut. Ja, ich weiß. Ja, wir sollten uns vielleicht auch mal mehr schreiben, so per E-Mail oder sowas, weil ich... Brüste. Was? Nein, habe ich nichts gesagt. Mal zusammen einen Kaffee trinken gehen. Das wäre bestimmt voll super. Und dann hören wir ein bisschen Musik und dann planen wir über die Dinge, die passiert sind. Ja, zusammen Sandwich essen. Brunchen oder sowas. Das kostet ja auch nicht viel. Das kann man uns alle leisten, auch wenn ihr beide so hart arbeitet. Ja. Wie schafft ihr das eigentlich so, beide hart arbeiten von der Beziehung her? Ach, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, wir schreiben uns auch viel per E-Mail während der Arbeitszeit und so. Und dann hören wir abends zusammen Musik und kuscheln vor der Musik. Marvin guckt völlig fertig. Okay, dann gehen wir bald mal zusammen essen. Das finde ich eine gute Variante. Interessen reden, ein bisschen Grundbesitz plaudern, Veränderungen in der Nachbarschaft, damit uns der Freundschaftsbalken wieder steigt. Oh, Jemine. Bekannter, ich fasse es nicht, dass man so schnell die gesamte Freundschaft einfach verliert. Machen wir das jetzt einfach hier ständig abwechselnd. Damit jetzt möglichst schnell die Freundschaftsinteraktion wieder nach oben geht. Bisschen Tratschen ist immer gut. Gourmet-Speisen ist immer gut. Komplimente machen ist immer gut. Fesselnde Geschichte. Fesselnde Polka. Ja, eine fesselnde Polka wäre mal auch voll super. Guck mal, zusammen zum Musikkonzert gehen oder so. Was ist los? Ah, oh, die Kinder in der Nachbarschaft sind immer so laut. Da kann ich kaum schlafen. Ich muss ja auch Sport machen können und sowas nebenbei. Ich weiß gar nicht, wie ich die bei der Arbeit schaffen soll. Aber du arbeitest einfach zu viel. Das kannst du nicht bringen, Mann. Musst dir mal einen Tag Urlaub nehmen. Eigentlich wollte ich ja mal heiraten. Was, du wolltest heiraten? Theo hat dich tatsächlich gefragt, ob du ihn heiraten willst. Ja, das ist ewig her und seitdem sehen wir uns kaum noch. Und irgendwie ist ihm seine Arbeit jetzt wichtiger als ich. Und ich soll noch kochen und machen und tun. Was? Also, bei uns kommt teilweise alles aus der Mikrowelle, weil wir keine Zeit mehr dafür haben. Das ist eine Idee. Okay, das klappt ja schon mal ganz gut. Gitarren-Solos schwärmen. Einfach weiter kennenlernen, damit das wieder klappt mit dem... Spät haben wir es hier? Ja. 23:30. Aber der Freundschaftsbalken steigt schon wieder. Also mit Moi sind wir auf jeden Fall wieder Freundinnen. Das ist super. Können wir nicht beide mitnehmen noch? Naja, wobei, die können ja ihr Kind auch nicht einfach so zu Hause lassen. Nach kleinem Kredit fragen. Ich glaube, es geht los. Prüfen, ob heiß ist. Ja, sowas von nicht. Also nicht, dass Marvin nicht heiß wäre oder sowas. Aber ihr wisst schon. So, jetzt wollen wir den Freundschaftsbalken noch gegenüber Marvin ein bisschen höher bringen. Das war wohl nicht das richtige Gesprächsthema. Also mit dem Angeln gehen scheint bei dem aber definitiv eine bessere Variante zu sein. Ach, guck mal. Wir kommen dann um 0 Uhr nach Hause. Chloe. Halt. Chloe, komm her.
könnt ihr alle zusammen quatschen. Gut sind wir mit Chloe sind wir überhaupt nicht richtig befreundet mehr. Kompliment über Haus machen vielleicht auch mal hier so. Lustige Geschichte erzählen. Mann, ihr werdet ja schnell groß. Habt ihr aber genug Platz in diesem Haus? Ach ja, eigentlich schon. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Sag mal auf Wiedersehen. Kann man auf Wiedersehen sagen? Sag mal auf Wiedersehen. Und dann kannst du wieder nach Hause reisen. Wiedersehen! Und weg ist sie. Ja, ja. Also, Maui und Marvin kriegen das auch auf die Reihe mit der Beziehung und beide arbeiten und haben ein Kind zusammen großgezogen. Ziemlich groß sogar. Also, die ist ja. Also, das ist ja. Ne? Ha, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Überall schreiben die Leute auf Twitter, dass es bei ihnen anfängt zu gewittern. Ich will auch. Also jetzt nicht unbedingt heute, ich wollte heute Nacht Animal Crossing spielen, aber so danach ganz gerne gewittern, ganz doll. Extrem doll, mega doll gewittern, so richtig krass, wäre voll gut. Ja, der Ladebildschirm ist dann auch wohl für die Ewigkeit oder was? Hallo, Spiel! Was machen die eigentlich immer, die Entwickler? Was machen die damit immer? Das ist ja schlimm. Huch, spontan Sarah. Ah, schön, dass du wieder da bist. Wie war es bei unseren Nachbarn, hm? Ja, war schön, mal wieder da zu sein. Was hat sie ihr Bedürfnis? Jemanden umarmen, weil glücklich ist. Ja, jemanden umarmen, dann musst du dir aber jemand anderen suchen, weil Leo scheint ja daran kein Interesse mehr zu haben. Also, wenn ihm danach ist, sowieso, aber das Gefühl, Yuki ist ihm langsam entwachsen. Und die Jungs, die haben auch wieder nix an und hängen den ganzen Tag im Schlafanzug rum. Schlimm. Ja, du kannst danach auch schlafen gehen. Yuki will jetzt auch schon wieder schlafen. Jetzt. Du müsstest jetzt erst was zu essen holen. Erstmal aufräumen. Und verdorbenes Essen aussortieren. Gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, guck mal, Marvin ist vorbeigekommen. Den haben wir einfach mitgenommen. Und der läuft uns jetzt nach. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Könnt ihr mal miteinander quasseln? Okay, wir haben Spaß beim Pennen, ja? So, Yuki, dann machen wir hier ein bisschen sauber. Dann können wir mal ein paar Leuten quatschen auch. Das war bestimmt von jemand der Lieblingsteller. Jetzt kannst du das verdorbene Essen hier rausräumen und dann gucken wir mal, was da überhaupt noch drin ist. Da ist noch. Und Zuckerkekse sind da noch drin, ansonsten nicht viel. Das sind alles Dinge, die man... Doch, die konnte man da reinräumen. Die nicht. Wir könnten ja mal unsere Sachen, unsere Ernteerzeugnisse verkaufen, weil das Inventar wird da langsam ein bisschen arg voll mit. Das passt da rein. Das nicht. Einfach alles, was man in den Kühlschrank legen kann, kommt da auch hin. Weil die Kräutersachen kochen tun wir jetzt ja sowieso gerade irgendwie nicht. Ach, das waren unsere Setzlinge, ne? Mit dem, ich weiß nicht, was man damit kann man wegwerfen. Nochmal öffnen. Jetzt geht das nicht mehr weg, danke. Ist gut jetzt. Kann ich das vielleicht abbrechen, indem ich kurz in den Baumodus gehe? Was für ein verbuggter Mist. Öffnen. Wie wär's denn, wenn du dann Abendessen servierst? Irgendwas Leckeres. Also eine Hühnchenpfanne, klingt doch lecker. Jetzt habe ich es komplett zerglitscht, ne? Jo. Läuft bei mir. Wahrscheinlich muss ich den Spielstand neu laden, damit das aufhört. Jo. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Großartig. Was los? Wo ist Marvin jetzt eigentlich hin? Marvin? Marvin! Marvin? Irgendjemand hat den Computer kaputt gemacht. Großartig. Ach komm, den ersetzen wir jetzt einfach. Was soll's? Jemand unten? Nee.
Gut. War das auch geklärt? Wow, bei Yuki geht's ja richtig ab hier. Lecker Zwiebeln. Lecker Paprika. Und das alles in ihren Ausgehklamotten. Den könnten wir uns immer näher anfreunden. Also wir haben jetzt mit Marvin und Maui haben wir wieder ein bisschen besser Kontakte geschlossen. Auf Anhieb sehr gut befreundet war sie mit Sam. Stassi jetzt auch ganz gut geklappt. Tammy nicht so ganz. Mit Selina auch nicht so ganz. Mit Sarah sind wir noch ganz gut befreundet. Also sie hat halt einfach einen Hang zu Sarahs. Ja? Und den Rest kennt sie einfach nur. Gott, Leo ist ja überhaupt nicht mehr dicke. Aber wir sind noch ganz dicke mit Mikic, aber mit Thorsten auch nicht mehr so sehr. Müssen wir mal dran arbeiten. Und hoppla hopp hassen wir wie die Pest. Super. Dann gehst du jetzt erstmal was zu essen holen. Genau. Oh, die sieht lecker aus. Oh mein Gott, sieht das lecker aus. Schnell in den Kühlschrank, damit es schön lange frisch bleibt. Und Yuki denkt über sich selbst und ihr Leben nach. Das solltest du vielleicht wirklich mal tun. Wann mussten du wieder arbeiten? Hoffentlich nicht heute. 2 Tage bis zur Arbeit. Also sie hatte mal dienstags frei, freitags frei und samstags frei. Okay, gut. Müde ist sie auch. Ja, gut, ist ja auch 3 Uhr nachts. Dann solltest du vielleicht nach dem Essen schlafen gehen. Und zack. Sarah sitzt am Computer und programmieren, schreiben, Karriere online für guten Zweck bestellen, Web recherchieren, Kunst durchsuchen, lustige Videos, Kontakte knüpfen, Brieffreund finden, chatten mit. Kann ich mit irgendjemandem chatten? Guck mal, wir mit Jacob haben wir schon lange nicht mehr gechattet. Die kennen wir doch inzwischen auch ganz gut. Und in Alliance of Strikewalker sind wir gar nicht mehr sonderlich dick befreundet. Wo war denn das mit dieser versteckten Fähigkeit, mit dem Bestreben? Ich glaube, Yuki hat das gerade, Freunde in der Welt. Mit dem Bestreben. Da kriegt man dann... Jeder erinnert sich an einen geliebten Sim, deren Beziehung verliert nie an Intensität. Genau, dieses Bonusmerkmal, das brauchen wir eigentlich bei allen, weil das nervt mich schon ein bisschen an, dass das nicht klappt. Dann machen wir das jetzt bei allen. Erstmal. Und feuern das da durch. Damit, wir das, Merkmal kriegen. Level 3, der... Ja, das kann man ja jederzeit wieder ohne Verlust und hast du nicht gesehen. Beliebtheit, Freund der Welt. So. Und Leo hat das schon, kriegt es nur nicht auf die Reihe, weil er einfach... Man braucht dann 12 Freunde. Wie will man dann so viele Freunde gleichzeitig halten? Das ist total schwer. Lass uns erstmal Sims vorstellen hier, ohne Ende. Sarah. Chattet. Aber es ist auch 4 Uhr morgens. Du solltest jetzt, glaube ich, auch doch mal ins Bett gehen. Solange chatten ist ja auch nicht gesund, ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und Bewerten. Mal schauen, was sich da alles so entwickeln wird. Ob wir das hinkriegen mit dem Freundschaftsbestreben und so weiter. Also, bis dahin. Bye.